Bange Blicke gingen heute nach Berlin. Auch in Deutschland wird jetzt der Rotstift angesetzt. Soeben hat die Bundesregierung mitgeteilt, dass sie bis zum Jahr 2014 gegenüber den bisherigen Planungen 80 Milliarden Euro einsparen will. Unter anderem durch die Abschaffung von Vergünstigungen bei der Energiewirtschaft, durch eine Abgabe auf aus Deutschland startende Flüge, durch eine Steuer für Betreiber von Atomkraftwerken im Gegenzug zu den längeren Laufzeiten, durch eine höhere Dividende des Staatskonzerns Deutsche Bahn und natürlich soll auch der Finanzsektor an der Finanzmarktkrise beteiligt werden. Die Bundesregierung wird sich deswegen für eine Finanzmarkttransaktionssteuer auf globaler, mindestens aber auf europäischer Ebene einsetzen. Bei mir ist jetzt Winfried Neun. Er ist Wirtschaftspsychologe und Innovationsberater. Und Herr Neun, was ist denn das jetzt für ein Signal angesichts der aktuellen Situation? Das ist ein sehr kritisches Signal, was dort gesendet wird. Ein Signal, was meines Erachtens nach in komplett falsche Richtung geht. Zum einen erkennt man keine roten Faden, keine rote Linie hinsichtlich dieser Sparmaßnahmen. Und das Zweite ist, es wird nichts erwähnt, inwieweit Teile dieser Sparmaßnahmen wieder reinvestiert werden in die immer noch notwendigen Wachstumsprogramme in unserer Wirtschaft. Denn der Zeitpunkt für diese Sparmaßnahmen sind aus meiner Sicht etwas verfrüht, da wir immer noch in der Krise stecken und immer noch nicht die Krise überwunden haben. Besteht da jetzt die Gefahr, dass unser Land kaputt gespart wird? Die Gefahr ist sehr, sehr groß, weil wir jetzt natürlich durch diese Maßnahmen viele positive Impulse, sei es die Binnennachfrage, sei es auch die Investitionsfreudigkeit vieler mittelständischer Unternehmen, wieder etwas ausbremsen und Angst produzieren, weil jeder sagt, wenn der Staat schon so unkontrolliert sparen muss, es fehlt eben ein roter Faden, ein klares Konzept, dann ist das ein Signal, dass die Wirtschaft irgendwann auch Probleme kriegen wird. Sie sind aufgrund Ihrer Tätigkeit sehr nah an den Unternehmen dran. Werden die Signale aus Berlin denn Blockaden, neue Blockaden bei Unternehmern auslösen am Ende? Das werden Sie garantiert. Heute Morgen schon ein Telefonat mit einem Unternehmer geführt, der ganz klar bestimmte innovative Impulse, die er in seiner Company aufbauen wollte, gestoppt hat, wo er gesagt hat, die Gelder spare ich lieber ein, weil ich weiß nicht, was jetzt alles auf uns noch zukommt an zusätzlichen Streichungen von Subventionen oder Steuererhöhungen. Ich möchte erst einmal abwarten und bremst somit natürlich die Entwicklung seines Unternehmens im internationalen Wettbewerb gewaltig aus. Also wir machen hier einen eklatanten Fehler in der Art und Weise, wie wir mit dem Thema Sparen in Deutschland umgehen. Wie könnte sich das Ganze denn jetzt auf die Börsenkurse auswirken? Bei den Börsenkursen ist es sicherlich so, dass auch hier viele Anleger weiterhin noch mehr verunsichert sind, als schon der Fall war und viele ihre Gelder abziehen und dann sagen, wir gehen lieber mal in ganz, ganz solide Goldanlagen, die jetzt im Moment ja sowieso schon sehr stark nachgefragt werden, aber die sicherlich auch noch in Zukunft da Zuwachs bekommen werden. Also auch hier werden sich diese Spareuphorie und diese wirklich nicht planvollen Sparmaßnahmen niederschlagen. Herr Neun, was wären denn aus Ihrer Sicht jetzt die richtigen Schritte? Die richtigen Schritte wäre, dass man die gesamten Budgets konzentriert nach einem definierten Konzept durchleuchtet, dort Elemente herausnimmt, diese spart und einen Teil des Ersparten reinvestiert in Wachstumspakete, die eben bestimmte Bereiche, sei es die Binnennachfrage, sei es die Entwicklung der deutschen Unternehmen im Ausland, reinvestiert. Wir werden dadurch zwar etwas langsamer, was die Spargeschwindigkeit anbelangt, aber wir müssen ja nicht über Weltmeister sein. Auch im Sparen müssen wir nicht Weltmeister sein. Es reicht ja, wenn wir dementsprechend die Binnennachfrage und andere Dinge damit forcieren können. Das wäre viel besser. Vielleicht wären wir ja wenigstens Fußball-Weltmeister. Vielen Dank, Herr Neun, für das interessante Gespräch. Dankeschön.